So. Hier kommt noch ein Gegner raus. Hier geht's. Nee, hier geht's nicht nochmal hoch. Auf der anderen Seite noch irgendwas. Ne. Okay, wieder zwei Gegner und Boss. Alles klar. Hier gibt's einen doppelten Feuerball nach links und rechts. Ah, Waffe nicht gezogen. Das war halt sehr noobig. Oh, die haben mich festgeeist. Lass mich mal vorbei, ich will mich heilen. Kommt der, wie will der hier rüberkommen? Hier geht's doch nirgends durch, oder? Ach komm, lass mich. Ja, jetzt geht er natürlich kaputt. Wo ist der Dicke da? Wieder so ein Teil beschworen? Na, muss ich halt mal einen Heiltrank trinken. Okay, dann geht's ja Ding auch weg. Das ist doch cool. So, was hatte der dabei? Nichts Besonderes. Gut, der Schädel war natürlich das Besondere. Kann man jetzt da vorne noch was looten? Gut, den natürlich. Knochenmehl noch. Gut, aber da ist jetzt nichts mehr gespawnt. Den können wir noch looten und dann können wir den Fluchtweg zurück. Alles klar. Das war hier entlang, oder? Nee, echt nicht. Hier rein war das. So. Gerade noch dran gedacht. So, das haben wir alles schon gelootet. Hier ging's raus. So. Tempel, ne? Guck mal, die habe ich noch gar nicht durchsucht. Ach, das ist wieder dieser Zwischenraum, bevor ich durch diese von der einen Seite verschlossene Tür kann. Genau da. So. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Das müsste dann da vorne gewesen sein, ne? Ja, okay. Zweiten Schädel einsetzen, dann kommen wir da durch. Jetzt die Frage, kommt da natürlich noch ein Boss oder war es das? Öffne den Sarkophag. Oh. Alles klar. Beschwört der gerade irgendwas oder so? Nö. Was macht der? Otar, der Wahnsinnige. Alles klar. Ich probiere mal was. Hallo? Machst du das? Ne, macht er nicht. Warum macht er das nicht? Jetzt macht das. Ich wollte den eigentlich kicken und unterbrechen dadurch. Na, ich nehme mal so einen Mana-Trank.
steht immer noch da im Eck. Boah, der macht mir trotzdem weiterhin Schaden. Ach, weil ich einen Blitz drin habe, ne? Krass. Na ja, gut, der ist aber trotzdem machbar. Steht er da echt, bleibt er da echt im Eck stehen, ne? Ja, gut. Wenn er sonst nichts anderes macht, easy. Okay, er kommt raus. Was ein Assi. Dreimal getroffen, tot. Jetzt nehme ich mal nicht meinen Feueralmanach da. Oder Atro noch irgendwas, Dingenskirchen, wie der heißt. Mal gucken, ob er dann stehen bleibt. Ob der nur von dem Typen oben getriggert wurde. Nein, er kommt. Oh fuck, ich habe mich wieder verklickt. Krass. Geht der ab? Darf ich nicht treffen lassen? Bleib hängen, komm hier hoch. Das ist heftig. Hallo, nicht abhauen. Fuck. Scheiße. Einmal falsch geschossen, ne? Krass. Krass. Das ist echt hart. Keine Chance, da dran zu kommen. Irgendwie. Was war das? Oh oh, ich glaube, ich habe schlecht abgespeichert. Kann das sein? Hahaha, das ist super. Oh Mann.
Der ist schon heftig, der junge Mann. Der war am Anfang so easy da oben. Vielleicht muss ich versuchen, in den Nahkampf zu kommen. Nein! Nein! Oder mal versuchen, wegzukommen einfach. Der macht das halt auch so instant. Der trifft mich halt fast immer, ne? Krass. Dadurch sogar will er schießen. Alles klar, mal gucken, ob er mich da trifft. Okay. Treff ich ihn? Er trifft mich auf jeden Fall. Krass, krass, krass. Wo ist er hin? Da! Da steht der schon. Wie ist er so schnell hierher gekommen? Alter, der verarscht mich, ne? Ich will das halt nicht irgendwie falsch abspeichern, ne? Der hat auch noch so einen Sturmtypi beschworen. Alter, kannst du denn machen? Wir kriegen schon down. Wird halt ein bisschen dauern. Ja, klar! Ich hoffe, der heilt sich nicht auch noch. Oh, der war nur ganz kurz im Sichtfeld. Der war nur ganz kurz im Sichtfeld. Meine Güte. Respekt, junger Mann. Hä? Wie, wo? Oh, shit. Das ist heftig. One hit. Gut. So, mal ganz entspannt angehen. So, warum haut der hier rüber ab? Das ist ein Arsch. Komm her, Junge. Komm runter. Müssen wir immer darauf achten, wo der andere ist, ne?
Okay. Ist wieder da oben. Komm raus, Junge. Nein, warum hat er nicht geschossen jetzt gerade? So, wie ich mal mit dem Bogen, wie es da ist. Wir wissen, wie viel Schaden ich mit dem Bogen mache. Ach, null. Dafür brauche ich halt ein paar Tränke, ne? Da unten, jetzt kommt, jetzt macht der Frontalangriff hier, der junge Mann. Heilen. Gut. Harter Tobak, ne? Aber geschafft. Otar. Widerstand gegen Feuer. Das hört sich gut an. Fett. Schwere Rüstung. Für den Kopf. Cool. Danke. Mit Speichern und Laden, ne? Mhm. Fetten Stab. Versucht, dass der Boden... Verursacht auf den Boden gesprüht eine Blitzwand, die 50 Punkte... Boah, fett. Wir gleich mal, was das Ding kann. Otar. Steigert Magika um 40. Hat 36 Rüstung. Und der hat natürlich viel mehr Rüstung und Widerstand gegen Feuer. Ja, klar. Lassen wir auf jeden Fall, sehen wir auch so cool aus, ne? Und die Waffe wollte ich auch mal probieren. Wo ist die? Ach, hier. Krass. Hilft sie mir weiter, die Waffe? Eher nicht, ne? Eine Blitzwand, die 50 Punkte Blitzschaden pro Sekunde verursacht. Aber das kostet wahrscheinlich einen Haufen Mana. Ne? Ach nee, das zieht nur die Teile für Seelenstein ab. Das ist ja krass. Das heißt, boah, das ist ja mächtig. Ich könnte ja... Wie viel macht denn meine Waffe? Ja gut, die macht auch schon recht viel, ne? Aber pro Sekunde. Das heißt, den kannst du schon mal hier drin lassen und einsetzen. Den kannst du schon mal drin lassen und einsetzen. Ja, die ist übelst gut. Du musst nur halt dauerhaft Seelensteine nachschieben, ne? Das heißt mal, ich könnte ja vom Prinzip die Waffe nutzen und dann alle und dann hier Seelenfalle in die rechte Hand machen, ne?
Und das hier, Waffen, das hier in die linke. So. Und dann könnte ich das drauf machen und könnte mir so wieder einen Seelenstein zurückholen jedes Mal. Warte mal kurz. Ich muss den Boden noch kurz treffen. Sind die dann auch gestunt? Kurz. Boah, das hält ja ewig lang, ne? Krass. Cooles Ding, auf jeden Fall. So, das war der junge Mann, der ist jetzt leer, ne? Coole Sache. Ja gut, ich mach's mir auf jeden Fall mal. Aber das hier wollte ich auch noch in Favoriten legen jetzt. Wenn es nicht schon drin ist. Also jeden Fall ist schon drin, okay. Ich probiere das später mal aus. Gefällt mir eigentlich ganz gut, ne? So. Cool. Schalidos Erkenntnisse, da haben wir es doch. Pelzschild, okay, Crab. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Aber der hier ist halt besser, ne? Der Dämmerbrecher. 29 plus 12 und das Ding hat 31. Ja. Und wiegt auch zu viel, um es jetzt mitzunehmen. Was macht der? Na gut, der sah nicht so toll aus, ne? Also dein Stab der Flammen. Ah, macht aber auch einen Flammen mehr auf dem Boden. Auch cool. Aber wesentlich weniger Schaden, ne? So wie es aussieht. Das ist natürlich mächtig hier. Und der verbraucht auch von seinem Zeugs da. Ja. Cool. Habe ich eigentlich noch genug Seelensteine? Wo sind die denn und das Sonstiges, ne? Wie wird eigentlich entschieden, welcher aufgeladen wird? Ich habe nur winzige schwarzer Seelenstein. Gefüllt mit schwacher Seele. Okay. Wo kann ich die eigentlich füllen? Kann ich die einfach so füllen? Oder muss ich das auch an so einem Verzauberungsdings machen? Oder mache ich das hier im Waffenmenü? Ladung. Ah. Hä? Warum ging das nicht? Kommt auf die Stärke des Gegners an. Okay. Gut, ich werde es mal testen. Aber wie ist denn das hier? Wie ist denn das mit Ladung? Kann man erst laden, wenn er ganz weg ist? Ladung. T. Keine Ahnung. Oh, hier noch ein Machtwort. Super. Was gibt's jetzt? Frieden. Frieden hieß das doch, oder? Ach, hier. Tiere in deiner Nähe werden dich weder angreifen noch vor dir fliehen. Boah, okay. Gut. Gut, geht so, ne?